Die Gonarthrose bezeichnet den Verschleiß des Kniegelenkes. Das ist eine degenerative Erkrankung, sprich meistens im höheren Lebensalter auftretend. Es gibt es in posttraumatischen Zuständen, sprich also nach einem Unfall, möglicherweise mit einem Bruch des Schienbeinkopfes, aber auch in jüngeren Jahren. Und man muss sich Gedanken machen bei der Gonarthrose, wenn es um die operative Behandlung derselben geht, ob gelenkerhaltende Verfahren oder gelenkersetzende Verfahren indiziert sind, notwendig sind.